Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 4. So, ich bin reichlich überladen. Ich habe mir jetzt hier gut knapp 100 Wasser mitgenommen, bisschen was gekocht, damit wir uns ja um Essen und Ähnliches eigentlich keine Sorgen machen sollten. Junkjet ist mit bei, das habt ihr ja schon in der letzten Folge gesehen. Und das Tesla-Gewehr haben wir auch mit bei. So, ich habe auch unseren werten Freund, der mich eigentlich anquatschen wollte. Wo ist er denn jetzt? Ist er ganz oben? Nee? Hä? Wo ist er denn jetzt? Nee, das ist Rüsti. Wo rennt er denn jetzt rum? Ja. Gute Frage, nächste Frage. Ich habe keine Ahnung, wo er rumrennt. So, wenn ihr euch fragt, warum Rüsti jetzt so leuchtet, weil ihr irgendwie was ausprobieren wollte und es hat auch funktioniert. Und zwar, wenn ich ihn nicht finden würde. Er hat eine neue Rüstung gekriegt und ich habe ein bisschen mit dem Mod so rumexperimentiert. Und er hat eigentlich auf dem Helm so ein Zielerfassungshub und deswegen leuchten jetzt alle. So, aber noch eins. Und zwar, der liebe nette Sean. Wir hatten scheinbar richtig dicken Glück mit dem ganzen Prozedere. Und zwar ist es eine Endlos-Quest. Die Welt ist so viel größer, als ich gedacht hatte. Ja, genau. So, und zwar immer, wenn wir ihnen jetzt Schrott geben, die... Jetzt lasst mich doch mal reden, Mensch. Gibt er uns quasi eigentlich immer Mods für Waffen oder Rüstung. Und das, was man von ihm definitiv bekommen kann, ist halt dieses Watz-Gewehr. Und das haben wir ja jetzt schon bekommen von ihm. Was gibt's Neues, Kleiner? Hast du gefunden, was ich brauche? So, und er wollte jetzt eine Vakuumröhre. Die habe ich jetzt auch nochmal. Die gebe ich ihm auch. Aha, hier ist es. Perfekt, danke. Ich kann damit bestimmt echt coole Sachen bauen. Guck mal, was ich vorhin gebaut habe. Ist für dich. Gefällt es dir? Wenn du es nicht brauchst, kannst du es vielleicht verkaufen. Danke nochmal, Papa. Ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, also er gibt uns halt permanent Mods hinzu. Ne, Hund, Zeus, lass mich mal. Ich will wenigstens jetzt nochmal die Mods loswerden. Die müssen wir ja jetzt nicht mitschleppen. So, Schrotter haben wir Kickballs mit bei. Die wollte ich halt nochmal testen. Das ist aber die Frage, wo ist jetzt unser Kollege Cage? Hey, wie geht es dir? Er muss ja irgendwo hier in der Nähe sein, weil sonst... Endlich kann die Arbeit in Vault 88 wirklich losgehen. Würden wir die ja jetzt alle nicht rot sehen? Ah, Maggie, schön mit deinem kleinen Baller spielen. Wie viele Vaults es wohl gibt? So, damit können wir dann halt auch, denke ich mal, besser arbeiten mit dem schönen Gewehr, was wir jetzt hier haben. Und ja, ich weiß, wir laufen jetzt gerade vorne raus. Wir hätten eigentlich hinten rausgehen müssen beim... lasst mich nicht lügen, bei dem Krankenhaus. Also nicht in der Apotheke, sondern Krankenhaus, weil von dort aus wäre es denn Richtung Nuka World ein bisschen leichter. Ich habe auch wieder fleißig Kommentare gelesen, also, ne, nicht denken, ich lese keine Kommentare. Wie gesagt, mit einem Herz markierte sind meistens die, die ich schon gelesen habe, um euch zu zeigen, ja, ey, ich habe es schon gelesen. Wenn sie noch nicht mit einem Herz markiert sind, weil das ab und zu mal ein, zwei Tage dauert, bis ich dann mal wirklich wieder an den PC komme. Da sollten wir einen Bogen drum machen. Kommen und halt mit dem Handy nicht so gut umgehen kann bei YouTube, meint das halt öfters immer lieber am PC. So, jetzt gehen wir hier erstmal aus der Strahlung raus. Was mich aber wundert, dass die Sache mit Preston sich eigentlich quasi erledigt hat. Und jetzt sind ja auch nicht mehr alle rot markiert. Warum nicht mehr? Naja gut, dann funktioniert das halt wohl wahrscheinlich nicht immer. So, Vertibird-Granaten habe ich jetzt auch nicht aufgefüllt. Weil brauchen wir eigentlich quasi nicht. Aber so sieht das doch schon viel besser aus, wenn er auch in einer schönen, ja, Raider-getauchten Rüstung steckt. Jetzt warten wir nochmal kurz auf unserem Vertibird. Und ich denke mal, mit unseren drei Standardwaffen dürfte das dann halt auch ein kleines Kinderspiel werden. Mal sehen, ob unsere
Ja, und ob unser Tesla-Gewehr überhaupt was bringt oder nicht. Weil unaufgeladen macht es halt wirklich wenig Schaden. Werden wir sehen. Mal so zwischendrin vielleicht ein, zwei Schüsse damit mal schießen. Vielleicht auch mehr. Aber mal gucken, ob wir die komischen Grillen oder Ameisen oder was auch immer mal ein bisschen rösten können damit. Oder ob sie uns dann rösten. Es bleibt ja immer abzusehen. So, aber jetzt einmal wieder Richtung... Schnell... Ja... Okay, können wir da hin? Okay, cool. Dann müssen wir uns auch mal merken, wo er jetzt landet. Deine Waffe ist geladen und bereit. Waldmanns Heil. Waldmanns Dank. So, dann lassen wir ihn jetzt hier einmal fliegen und jetzt geht's hier schon los. Jetzt werden wir hier schon beschossen. Raider auf der rechten Seite bestimmt wieder. Ey, jetzt gib mal ein bisschen Stoff, sonst krieg ich gleich wieder einen auf den Dötz hier. Okay, das sind Supermutanten. Die ich noch nicht mal anständig gut treffen kann. Sind hier vorne auch wieder Supermutanten? Oder kommen die von hier? Ah, Rüsti macht schon. Rüsti ist ein Ehrenmann. So, das war jetzt hier, glaube ich, Gunners Plaza sogar, ne? Wo wir jetzt einfach drüber geflattert sind. Mensch, dass da auch noch keiner nachgespawnt ist. Interessant, interessant. So. Ja, jetzt fliegen wir halt wieder zurück. Machen jetzt halt erstmal unseren Cage fertig hier. Er wollte eigentlich auch nochmal mit mir quatschen. Das machen wir aber jetzt, wenn wir in den Nuka World angekommen sind. Punkte dadurch werden wir ja jetzt nicht verlieren. Jedenfalls glaube ich es nicht. Ja, trotzdem glaube ich immer noch ein bisschen weiter sammeln. Erst wenn das nächste Gespräch entstehen würde. Und so viel habe ich ja jetzt nun wieder auch nicht gemacht auf Screen. Ja, eigentlich nur noch ein bisschen zusammengesammelt und ein bisschen sortiert und halt den ganzen Käse, den ich halt sonst draußen haben will. Weil das würde sonst, ja, nochmal das Doppelte an Folgen füllen. Das muss ja auch nicht. Kickballs habe ich mir jetzt auch nicht allzu viele mitgenommen. Ich habe jetzt, glaube ich, die Hälfte mitgenommen, die wir jetzt da noch im Dings drin hatten. In der Werkbank. Weil wir brauchen ja auch ab und zu immer mal Gummi. Da hauen wir die Dinger immer wieder weg. Muss man echt mal angewöhnen, die Kickballs denn halt auch mal woanders einzulagern. Dann hat man so immer so einen Munitionsvorrat, ne? Ja. Sind wir schon fast wieder da. Na, hier ist eigentlich auch immer Krawall gewesen. Ist aber auch gerade nichts los. Ruhe. Hier hätten wir den kaputten Rüsti gesehen. Ah, jetzt wird schon wieder auf uns geschossen. Erwischt. Also sowas lassen wir uns doch nicht lange bieten hier. Und hier vorne ist schon Nuka World. So, jetzt sehe ich mal gespannt, wo er landet. Sieht wie ein guter Landeplatz aus. Wir sind gleich am Boden. Hatten wir nicht letztens die Granaten nicht hier einfach hingeschmissen? Naja, egal. So, komm, machen wir mal. Was gibt's, Boss? Aufgepasst, Gage. Was läuft denn, Boss? Okay, ich dachte, er wollte mit mir quatschen. Hey, kann man bei dir Ausrüstung kaufen? Schau's dir gerne an, wenn wir das nächste Mal in Nuka Town sind. Okay. Er hat also auch Ausrüstung für uns.
wenn wir in Nukatown sind. Sehr interessant, das wusste ich vorher jetzt auch noch nicht. So. Aber jetzt erstmal wieder zurück nach Nukatown. Und dann halt auch mal in der Spielhalle ein bisschen ausprobieren. Und jetzt würde ich auch gerne wissen, was er für uns so bereithält. Bitte halten Sie die Türen frei. Ja, das tue ich definitiv. Oh, diesmal ging es aber mal ein bisschen schneller beim Laden. Im Namen der Nuka-Cola Corporation möchten wir Sie an Bord der Nuka Express Einschienenbahn willkommen heißen. Bleiben Sie aus Sicherheitsgründen bitte während der Fahrt sitzen oder benutzen Sie die Handläufe. Wenn Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf die rechte Seite richten möchten, können Sie Nuka Worlds berühmten Fistop Mountain sehen. Mit seinen mehr als 100 Metern ist der Fistop Mountain das höchste Bauwerk in Nuka World. Dort finden Sie außerdem das 5-Sterne-Restaurant Fistop Grille. Als nächstes kommt das Herz von Nuka World. Nukatown, USA. Mit der Cola Cars Arena, dem Brad Burton Amphitheater und dem Parler Dinner Theater. Und Kinder, eure Eltern sollen mit euch auf jeden Fall auch die Nuka Cade besuchen, wo ihr Spielen und Tickets für fabelhafte Preise gewinnen könnt. Von Nukatown, USA aus erreichen Sie schnell und einfach unsere 5 verschiedenen Themenparks. Erleben Sie die Zukunft in der Galactic Zone oder erleben Sie den Wildwesten in Dry Rock Gulch. Machen Sie eine Tour durch die Nuka-Cola-Apfelanlage oder besuchen Sie das Kitty Kingdom und lernen Sie die ganze Nuka-Familie kennen. Lieben Sie die Natur, dann gehen Sie in Safari Adventure mit mehr als 100 Tierarten aus aller Welt auf Tour. Okay, gegen den wollte ich jetzt nicht anquatschen. Ist ein bisschen blöd gemacht, dass wenn wir das jetzt so benutzen, dass wir quasi hier den ganzen Käse nochmal von vorne programmiert kriegen, aber gut. Ist halt ein kaputter Zug. Kann man halt nichts anderes machen. Aber wir sind ja jetzt ein und für sich gut gerüstet. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. Jetzt sind wir wieder hier. So, Cage, komm mal her hier. Ja, komm, betritt mal richtig. Nicht, dass das hier gleich wieder heißt, ja, wir sind nicht da oder so, ne? Hey, brauchst du was von mir? Alles okay, Boss? Kann ich bei dir Ausrüstung kaufen? Ja, hier, bitte. Tatsache. Der hat sogar 100 Kronkorken. Hat er denn irgendwas Interessantes? Fusionskerne, okay. Munition, hat er auch fast alles, was man braucht. Okay, nicht schlecht. Also ein Begleiter, der auch gleichzeitig ein Händler hier ist. Das finde ich gar nicht mal so übel. So, aber wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir jetzt hier hinten... Ich habe nie verstanden, was Alter mit drei Beinen nimmt. ...quasi unser Zeug mal ein bisschen ablegen. Weil sonst sind wir doch ein bisschen zu schwer, oder? Moment. Ah ne, halt, wir müssen ja auch sowieso die Basketbälle müssten wir ja wiederholen, falls es mit den Kickballs nicht geht. Ist, denke ich mal, eine schlaue Idee. Jetzt, wir gehen jetzt einmal hier... Ah ne, halt, er war doch schon da. Komm wieder zurück. Ah, gut, dann nicht. Dann gehen wir von unten durch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Fahren wir halt ein bisschen Fahrstuhl. Das klappt schon. Und, ich bin mir sicher, ich habe den hier schon mal leer geräumt. Willst du damit wirklich abgeben? Ja, will ich. Das Problem damit.
Oh yeah. So, da sind wir auch wieder zu Hause. Jetzt können wir mal gucken. Ja, ist noch alles da. Wunderbar, wunderbar. So, Junk Chat müssen wir ja gleich mitnehmen. Ich glaube, die Basketbälle haben wir hier drin. Basketball. Nee, Baseball ist das ja. Basketball, da haben wir ihn doch. Und da haben wir noch einen. Hä? Okay. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Ich weiß es nicht. Gut. Junk Jet haben wir. Dann packen wir jetzt hier mal ein bisschen Wasser rein. Hier auch nochmal ein bisschen sowas weg. Ich hoffe, das reicht dann auch, um halt quasi ein bisschen über die Runden zu kommen. Oh, so, dann hatten wir jetzt hier noch. Jetzt hatten wir hier noch Nuka-Cola-Flaschen. Die können wir hier reinpacken. Ansonsten hatte ich jetzt nur Bewaffnung bei. Ja gut, den Junk Jet, den brauchen wir ja jetzt mal. Weil das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Heißt, wir gehen jetzt wieder nach unten. Schön smooth. So, wir könnten ja eigentlich auch mal kurz den Junk Jet ausrüsten. Machen wir den mal auf die 4. Und dann probieren wir es gleich als erstes mal mit Kickballs aus. Und wenn das halt nicht klappt, dann machen wir es halt mit den 21 Basketbällen. Ich denke mal, das dürfte klappen. Weiß bloß nicht, ob das Ding eigentlich gut fliegt. Ah, doch. Das dürfte vielleicht reichen, wenn ich schnell genug schieße, dass man dann halt ordentlich Punkte macht damit. So könnte ich mir das vorstellen. Der letzte starb zu schnell. Das ist klar. So, dann gehen wir jetzt mal in die Nuka Kate. Und versuchen uns mal so ein bisschen was zu ersheaten an Marken. Mal sehen, ob es klappt. Es gibt auch jede Menge Preise im Preisausgabesystem. Ah, jetzt probieren wir es mal. Es klappt nicht so ganz so gut. Schmeißen wir mal die Basketbälle hinterher. So. Lass mich hier die ganzen Kickbälle nehmen. Gut, wie viel haben wir jetzt gekriegt? 172. Okay, es fehlt sogar ein Ball. So, lasse ich euch beide nochmal nach... Achso, der hängt da oben. Probieren wir es nochmal. Na, komm schon. Also ich drück das Ding hier schon permanent durch. So, schnell alles einsammeln. So, schnell nachfüllen. Okay, ich glaube, der eine hing da jetzt fest. Ja, jetzt hier auch noch mal ein paar verloren.
Na, Mensch, jetzt lasst mich doch den Ball aufheben. Und jetzt will ich auch noch die Marken. Dankeschön. 181. Ah, wir kommen nicht wirklich an den Score ran, ne? Oder kommt es auch drauf an, ob wir immer den Score knacken? Das könnte man jetzt auch nochmal ausprobieren. So. Nächste Marke. Ah, es hört sich schon besser an. Okay. Schnell sammeln. So. Schnell einfügen. Oh. Okay. 3700, das war jetzt deutlich besser. Ja, Fusionskern ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt auch alle wieder? Ich hoffe doch. Es geht. Sagen wir es mal so. Mal gucken, wie viele Tickets wir jetzt haben. 216. Da müssen wir ja schon einiges spielen. Aber so mit dem Junk-Jet geht es eigentlich. Ich will jetzt nochmal gucken, ob wir den Junk-Jet... Na, ja, erstmal können wir ja die Preise jetzt hier eingeben. Wartet. Machen wir hier mal hier. Tickets einlösen. Ja, möchte ich. Dann sind wir bei 2294. Und Ticket ausgeben, der... Das, glaube ich, war bei der 5, ne? Genau, der Säureverspritzer kostet 6250 Tickets. Ich hoffe mal nicht, dass das hier ein normales Sturmgewehr ist. Man kann zwar die Tickets auch überall finden, aber... Wäre doch halt cool, wenn wir hier auch sozusagen quasi so ein bisschen cheaten könnten. Wäre doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt aber auch die Frage, ob wir quasi irgendwas benutzen können, dadurch zu schießen. Aber ich denke mal, die Bälle wären wirklich am besten. Ich kann ja mal kurz gucken, ob das Ding hier nicht einen Automatikschuss hat, damit das halt hier wirklich so reins. Weil ich glaube, wir hatten das jetzt nur auf Präzision getrimmt damals mal. Deswegen gucken wir nochmal nach, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. So gut kenne ich mir jetzt mit den Junk-Jet auch nicht aus. Ist halt blöd, dass wir hier hinten immer reinrennen müssen. So, achso, ja, jetzt muss ich wieder aus der Armor einmal raus. So. Dann gehen wir hier einmal ran. So, wir haben hier nur einen verlängerten Lauf. Hier haben wir nur einen Rückstoßkolben, Gunnervisier und Zündmodul. Aber die Feuerrate bleibt dieselbe. Okay. Gut, das heißt, wir können da nichts dran werkeln. Wir bräuchten eigentlich nur mehr Bälle. Okay. So, machen wir mal Folgendes. Ich hoffe, das verschwindet hier drin nicht. Damit wir das wenigstens so ein bisschen sortiert haben. Also halten wir hier den Junk-Jet rein. Nimm auch hier die Munition dazu. Damit es halt nicht wegkommt. Weil ich auch einen Werkzeugkasten reinpacken können. Und dann machen wir hier jetzt halt... Ja, das Tesla-Gewehr nehmen wir auf jeden Fall mit. Sonst sind wir eigentlich ganz gut beisammen. Ich glaube, ich nehme sogar noch mal
bisschen weniger mit. Machen wir mal 98 wieder rein. Na komm. So. Um einfach noch ein bisschen an Gewicht zu sparen. Und dann haben wir ja jetzt hier eigentlich so viel noch zu erledigen. Quasi. Heißt, ich würde jetzt hier vorne rausgehen und dann halt auch mal in Richtung Galactic Zone. Weil ich denke mal, das dürfte doch das Interesse als erstes wecken. Und ich glaube, wir sollten hier dann definitiv überall mal den Straßen entlang gehen, um halt auch ein bisschen was zu sehen hier. Weil ich glaube, wenn wir jetzt so in die Questen gegangen wären, dann würden wir die Nuka World Red Rocket Station nie finden. Aber wir müssen ja hier jetzt auch zusehen, dass wir hier irgendwie den Strom anschalten können. Und ich denke mal, das wird uns die Quest definitiv dazu führen. So, blopp. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Sind die auch alle richtig eingerastet? Ja. So, drei Kerne dürften reichen. Und wir gehen als erstes mit dem Tesla-Gewehr los. Auf die Gegner los. Zur Not haben wir halt immer noch unseren Fusionskernfresser. Und so haben wir halt auch nochmal eine extra Waffe mit bei. Und ich denke mal, Fusionszellen wird ja hier nicht so schwer sein zu finden. Gut, aber ich sehe schon, wir haben jetzt schon längst wieder ein bisschen Folgenende erreicht. Na, was heißt ein bisschen mehr. Und ich würde sagen, wir machen dann hier an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es da heißt, ab in die Galactic Zone. Also, schaltet wieder ein und bis dann.